Servus, liebe FCH-Fans und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Talk mit Tim. Wir sind immer noch im Trainingslager in Weiler und wir haben uns gedacht, zum Abschluss unseres Aufenthalts im Hotel Tannenhof können wir ja mal Resümee ziehen. Wie ist eigentlich die Stimmung in der Mannschaft? Wie war das Training? Und wie lief es im Allgemeinen so? Und dafür haben wir den perfekten Gast gefunden. Ihr könnt euch also jetzt schon denken, wen wir als Gast eingeladen haben, unseren Cheftrainer Frank Schmidt. Frank, schön, dass du dir die Zeit genommen hast und danke, dass du unserer Einladung gefolgt bist. Klar. Wir wollen mal ein bisschen über das Trainingslager allgemein sprechen, haben wir ja gerade eben schon gesagt. Man hat den Eindruck, der Verein tut wirklich alles, um normale Umstände zu ermöglichen. Das ist aber trotzdem aufgrund von Corona natürlich nicht so einfach. Welche Auswirkungen spürst du im Trainingslager? Ja gut, erstmal grundsätzlich war mir wichtig, dass es so normal wie möglich eben in dieser Zeit alles abläuft. Natürlich ist Maskenpflicht, natürlich ist Abstand. Trotzdem ist es so, dass wir separat beim Essen sind, eine eigene Etage haben, also weitestgehend auch ja, weg von den normalen Gästen hier im Hotel. Und entscheidend ist sowieso immer auf dem Platz und da können wir ganz normal trainieren und ist auch gut so. Für die Spieler, was hat das da für besondere Auswirkungen? Ja, natürlich, sage ich mal, man kann sich nicht so frei bewegen, wie man es gewohnt ist. Aber das ist ja jetzt ja keine Überraschung. Das kennt jeder Mensch auf dieser Erde, dass ein paar Dinge einfach anders sind. Aber nochmal, sie dürfen behandelt werden nach den Einheiten, was auch sehr wichtig ist. Sie können teilweise den Wellnessbereich nutzen, auch damit genügend Abstand. Aber alles, was das Wichtige ist, das Elementare, nämlich die Arbeit, die ist ganz normal. Ich sehe gerade, du trägst heute eine Jacke. Vor ein paar Tagen wäre das noch undenkbar gewesen. Da hatten wir plus 30 Grad. Jetzt ist es zum Glück ein bisschen abgekühlt. Welche Auswirkungen hatten die Temperaturen denn auf dein Training? Ja, zunächst mal gar nicht. Also klar, die ersten Tage vom Beginn an eigentlich war es sehr heiß. Aber man nimmt sich ja fürs Trainingslager was vor. Und das haben wir auch komplett durchgezogen. Die Belastung, die Intensität war hoch, was ganz normal ist in dieser Phase der Vorbereitung. Wir haben dann das Testspiel gehabt in Altach, das wir leider verloren haben, aber natürlich auch dem geschuldet, dass wir ja schon auch an der Grenze der Belastung eben waren und entsprechend ist es auch gut, dass es dann ein bisschen kühler geworden ist. Jetzt am Ende des Trainingslagers fahren wir die Intensität auch ein bisschen runter, haben heute nochmal zwar vormittags einen athletischen Schwerpunkt gesetzt, werden aber heute auch was fürs Teambuilding machen, nicht auf dem Trainingsplatz sein, sondern in der Tennishalle. Und werden morgen noch mal eine kleine Spitze setzen, bevor es dann nach Hause geht. Also wir haben schon ein ordentliches Programm gehabt mit insgesamt 11 Einheiten dann am Ende. Und glaube, dass wir dann auch die Dinge ja, trainiert und umgesetzt haben, die auch wichtig sind, um uns als Mannschaft weiter zu finden und uns zu entwickeln. Du hast das Sportliche jetzt schon übergeleitet. Ich habe den Eindruck, du bist mit dem Training eigentlich ganz zufrieden und hast das Testspiel auch schon angesprochen gegen Altach. Hatte das irgendwelche Auswirkungen auf den Verlauf des weiteren Trainingslagers? Zufrieden bin ich mit der Einstellung, mit der Intensität, mit der Herangehensweise, dass jeder versucht, sein Bestes zu geben. Aber ich denke, es liegt in der Natur der Sache und es ist ganz normal, dass die Abläufe natürlich noch nicht bei 100% sind, dass wir ein paar Dinge uns erst noch auch erarbeiten müssen. Da brauchen wir Zeit. Das ist eben so, wenn ein Umbruch stattfindet, wenn man in der Relegation spielt und es leider am Ende nicht geschafft hat, obwohl man ganz nah dran ist, dann muss man vielleicht wieder ein paar Schritte zurückgehen, um wieder nach vorne zu kommen. Und wir sind in diesem Prozess und werden auch die komplette Vorbereitungszeit und mit Sicherheit auch die ersten Spiele brauchen, um wieder ja, eine Formation, einen Rhythmus und ein gewisses Level dann auch zu finden. Du hast schon angesprochen, neue Spieler auch unter anderem. Haben die sich schon gut integriert? Kannst du schon was über die Leistung von denen auch sagen oder ist das einfach zu früh? Ja, natürlich kann man was über die Leistung sagen und integriert sind sie sowieso schnell bei uns. Und ich glaube, dass man da abwarten muss, jetzt schon ein Fazit zu ziehen, ist einfach zu früh. Auch noch nicht jetzt im Trainingsjahr. Man darf nicht vergessen, es sind noch 3 Wochen bis zum ersten Pflichtspiel, Pokalspiel in Wiesbaden. Und man sieht das, was man von den Spielern schon kennt, aber natürlich müssen sie sich auch auf unsere Art und Weise, wie wir Fußball spielen wollen, was unsere Identität betrifft, muss man ihnen Zeit geben. Und sie stehen in der Konkurrenzsituation, wie im Übrigen jeder Spieler, der auch jetzt die letzten Jahre bei uns schon gespielt hat oder auch letztes Jahr gespielt hat oder eben nicht gespielt hat. Das ist so ein bisschen das Motto bei uns, das ist ein bisschen ein Neuanfang.
Jeder hat die Chance, sich zu zeigen, zu präsentieren, über gute Leistungen sich eben für die ersten Spiele sich zu qualifizieren. Aber das ist ein Prozess, in dem sind wir drin. Und von daher macht es jetzt überhaupt keinen Sinn, schon irgendeine Wasserstandsmeldung zu geben. Wir haben durchaus einige etablierte Spieler verloren, auch Leader in der Mannschaft. Von den neuen Spielern oder auch von den Verbliebenen. Gibt es da jetzt schon neue Leader? Hat sich da schon eine neue Hierarchie gebildet? Ja, das wäre zu einfach, wenn das so schnell gehen würde, sondern auch das dauert nicht nur eine Vorbereitung, das geht oft über ein, zwei Jahre. Und eben Leader, Führungsspieler, da gibt es eben nicht so viele. Da reicht wahrscheinlich oft auch eine Hand, nämlich die Spieler, die eine Mannschaft führen. Der Rest sind Stammspieler, auf die man sich aber auch verlassen kann. Da gibt es eben noch die Ergänzungsspieler und diejenigen, die in die Mannschaft wollen, die ja anschieben müssen. Und deswegen, ich glaube, dass wir jede Menge Erfahrung verloren haben. Das können wir nicht eins zu eins ersetzen, aber es ist nichts anderes als eine Aufgabe, dass neue Spieler da reinwachsen. Aber das dauert, das geht nicht von heute auf morgen, da gibt es kein Patentrezept, sondern da muss man über Wochen und Monate über Leistung, über Persönlichkeitsentwicklung, über Verantwortung vorangehen, um dann so eine Rolle dann auch mal innehaben zu können. Wie wichtig sind bei so einem Thema dann auch Teambuilding-Aktivitäten? Ja, wer uns kennt und das wissen auch die Spieler, die schon länger da sind, wir geben eigentlich gar kein Geld aus, um über Scherben zu laufen, einen Floß zu bauen und keine Ahnung was zu machen, sondern oft sind es die kleinen, einfachen Dinge, die für Stimmung in der Mannschaft sorgen, für Zusammenhalt, für näher zusammenkommen. Das ist am vorletzten Tag, eben heute Nachmittag der Fall, wo es so eine kleine Team-Challenge gibt, wo es aber auch um Wettkampf geht, wo es darum geht, dass Mannschaften gegeneinander antreten, um den Wettkampf für sich zu entscheiden, um am Ende nochmal als Sieger gegen die eigenen Teammitglieder sich durchzusetzen. Das sorgt oft dafür, sind oft einfache Dinge, die Spaß machen, aber die dafür sorgen, dass eben der Wettkampf auch da ist. Und nichts anderes zeichnet uns als Verein aus und auch als Mannschaft aus in den letzten Jahren. Um das geht es heute Mittag. Das ist auch schon wichtig, so wie ich das verstehe, die Jungs in Anführungsstrichen ein bisschen bei Laune zu halten, so wie ich das verstehe. Ja, da müssen wir vorsichtig sein. Gerade in so einer Phase wie Corona sollte man nach wie vor sehr dankbar sein. Da sollte keiner Probleme haben, einen Eigenantrieb zu haben, sondern da sollte jeder wirklich dankbar sein, vom Trainer angefangen bis zu jedem anderen Teammitglied, dass wir hier sein dürfen, dass wir uns vorbereiten können und dass wir eine Saison spielen dürfen, hoffentlich spielen dürfen und hoffentlich auch wieder mit Zuschauer oder einem Teil der Zuschauer. Das motiviert allein und ich glaube, da ist es nicht die Aufgabe als Trainer jeden Tag dafür zu sorgen, dass ein Spieler bei Laune gehalten wird, sondern das sind die Spieler schon auch selber in der Pflicht. Du hast gerade eben auch schon gesagt, es dauert jetzt ja tatsächlich noch ein ganzes Stück, bis es wieder in den Punktspielmodus, in den Pflichtspielmodus geht. Was erwartet den FCH, was erwartet die Mannschaft denn bis dahin noch, was ist geplant? Ja, ich denke, dass das gerade die Grundlagen sehr wichtig für uns waren. Man darf nicht vergessen, also in den letzten 2-3 Wochen, denn man darf nicht vergessen, die Saison wird anders werden. Es wird keine Winterpause geben, auch nicht mit einer kurzen Pause und mit einer Vorbereitungszeit, sondern es wird ein paar Tage frei sein und dann geht es Anfang Januar schon wieder weiter. Da muss die konditionellen Voraussetzungen, die Grundlage, die muss zu 100% passen, weil erstens mal die Belastung zu tolerieren, aber auch schnell zu regenerieren. Das geht nur, wenn man topfit ist. Und da muss ich sagen, macht die Mannschaft einen sehr guten Eindruck, ist da sehr willig auch und zieht mit. Und auch muss man seit unserem Athletiktrainer ein Riesenkompliment machen, der da für ein abwechslungsreiches Programm sorgt. Und wir da natürlich jetzt in den letzten Tagen viel gearbeitet haben, aber wir gehen jetzt so langsam über in den Bereich Schnelligkeit, weniger Grundlage, sondern Schnelligkeitsbereich und natürlich in taktische Spielformen, wo es darum geht, die Formation zu finden, sowohl was die Grundordnung betrifft, wie wir Fußball spielen wollen, aber auch was die personelle Besetzung betrifft. Da geht es in viele kleine Spielformen rein, wo wir dann auch uns einspielen und wo wir uns dann wettkampffähig machen, weil wir haben nur noch 3 Testspiele, jetzt gegen Haching am kommenden Wochenende und dann gibt es einen Doppelspieltag nochmal und dann muss eine Mannschaft stehen. Und da steht jetzt die nächsten 2 Wochen steht im Zeichen, dass sich eine Mannschaft rauskristallisiert und dass, wenn die Saison losgeht, wir bereit sind für die Aufgaben, die sich uns stellen. So wie der erste Eindruck ist, zumindest im Spiel gegen Alltag, hat sich ja auch taktisch ein bisschen was verändert im Vergleich zum Großteil der letzten Saison. Das ist ja auch eine durchaus große Aufgabe, die Taktik dann umzustellen zur neuen Saison. Wir haben es dann zum Ende der Saison gemacht. Gegen Bremen haben wir uns was getraut, fast hätte es gereicht, aber ich denke, dass es sowieso immer wichtig ist. Wir haben die letzten Jahre auch nicht immer mit einer Grundordnung, mit einem System gespielt, sondern waren immer auch anpassungsfähig. Das ist wichtig, dass man dafür bereit ist, dass die Spieler das auch wollen. Da muss man es aber auch trainieren, weil nur dann kann man es im Spiel auch umsetzen. Trotz allem ist es wichtig, eine gewisse Stabilität zu haben, nicht zu oft zu wechseln, sondern
dass jeder wirklich weiß, was die Aufgabe ist. Das erreicht man nicht, indem man nur wechselt. Aber für mich war es jetzt schon wichtig, auch weil viele Spieler neu sind, auszuprobieren, ja, was passt denn am besten auch. Der Prozess, der ist immer noch da. Der wird auch noch das Spiel gegen Unterhaching begleiten, aber spätestens mit den letzten zwei Spielen Ingolstadt und auch St. Gallen, da wird sich was rauskristallisieren und da wird nicht mehr so viel probiert und experimentiert. Wenn es dann ernst wird, dann werden ganz, ganz viele Fans sicherlich auch wieder sehr genau schauen, was macht der FCH eigentlich. Und viele sind ja auch aufgrund der letzten Saison, aufgrund der Leistung ziemlich gehypt, könnte man sagen. Kannst du schon sagen, mit welchen Erwartungen oder Zielsetzungen du in die neue Saison gehst und mit welchen Zielsetzungen der Verein die Mannschaft in die Saison geht? Also wie immer, ich bin Optimist, aber auch Realist. Und beides muss man ja gleich mit der gleichen Bewertung dann letztendlich auch angehen. Es wäre schön, wenn wir ja jedes Jahr eine Mannschaft ändern, auch ändern wollen und sicherlich auch zur Vereinsphilosophie dazugehört, dass auch Transfererlöse sehr wichtig sind, dass es immer einfach so flutscht. Aber so einfach ist es eben nicht, sondern wir haben jetzt in den letzten 2 Jahren, wenn man so will, 70-80% der potenziellen Stammspieler verloren und müssen immer wieder auch ja einen neuen Start, vielleicht, ich habe es ja vorhin gesagt, ein paar Schritte zurückgehen, um wieder konkurrenzfähig zu sein, um sich zu entwickeln und nichts anderes. Vielleicht wie noch nie ist es in dieser Saison. Trotzdem beschränken wir uns nicht vom Kopf, machen uns nicht kleiner, sind auch sehr selbstbewusst, wissen aber, dass wir uns alles erstens wieder arbeiten müssen und zweitens ist vielleicht wichtiger denn je, ist einen guten Start zu haben, weil wir viele junge, unerfahrene Spieler haben, weil wir eben Leistungsträger, Führungsspieler, langjährige Spieler verloren haben. Und das wird die Aufgabe sein, über Arbeit, über Überzeugung wieder dahin zu kommen, dass wir konkurrenzfähig sind. Aber wir sollten jetzt nicht so viel über Zielsetzung, was die Ende der Saison betrifft, sondern erstmal uns damit beschäftigen, eine schwere Aufgabe in der ersten Runde im DFB-Pokal in Wiesbaden letztendlich dann auch zu bestehen und einen guten Start in die Saison zu haben. Erstmal geht es um nichts anderes. Dann kann, glaube ich, nach dem, was du jetzt gesagt hast, wirklich jeder Fan sich auf die neue Saison freuen, kann gespannt sein. Und damit sind wir auch schon am Ende unseres Talks angekommen. Danke dir, Frank, dass du dir die Zeit genommen hast. Sehr gerne. Für euch da draußen gilt natürlich das Übliche. Lasst ruhig einen Daumen nach oben da. Schreibt ruhig in die Kommentare, was ihr von der ganzen Sache haltet, wie es euch gefallen hat. Und in dem Sinne sage ich ciao und macht's gut. Bis zum nächsten Mal bei Talk mit Tim. Euer Tim. Ciao.